Das ganze Zimmer war voller Blut. Und dann habe ich gesehen, dass der hintere ein Messer gehabt hat. Der diskutiert nicht, ohne nachzudenken. Haut ihm das Ding in die Brust. Und wir rennen da ohne Schutzmittel rum. Das kriegt jeder Maulkorb auf. Und man traut sich abends da fast gar nicht mehr raus. Das sind keine Immigranten, das sind Wirtschaftsflüchtlinge und Schwerverbrecher. Es wird alles totgeschwiegen von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei. Es darf keiner was sagen. Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. War ein richtiges Trauma. Wir haben eine andere Art zu leben, wir sind keine Muslime. Man hasst uns einfach. Sie folgten ihm in sein Zimmer, wo er dann vollends ausrastete. Weitere herbeigerufene Wachleute konnten ihn dann überwältigen und das Messer sicherstellen.